Ich möcht hinaus, mag schleudern mich die Reise, wohin sie will, mir gilt es gleich für wahr. Die Welt blüht auf, aber ich kann das nicht. Es sind Mauern in meinem Herzen, die mich zurückhalten. Was formt einen Charakter? Die Eltern heißt es, das Umfeld, die Freunde. Das bist du, oder? Aber ich bin doch ich selbst und niemand anderes. Du kannst dich nicht wehren. Es ist doch deine Familie. Du musst deine Eltern doch stolz machen. Es sind doch deine Freunde. Die darfst du nicht enttäuschen. Ich habe das so satt. Ich will das nicht mehr. Mir reicht es. Ich bin da mal weg. Vergesst meinen Namen. Vergesst, wer ich war. Ich will raus. Mich auflehnen, die Fesseln springen, ich will frei sein. Ich breche auf, egal wohin, egal wo lang. Hauptsache, ich kann endlich ich sein. Ich bin nicht mehr nur das Kind meiner Eltern, der Freund meiner Freunde. Ab jetzt bin ich nur noch ich und niemand anderes. Jetzt breche ich auf. Die Brückners läut. Ohne Rast und Ruhe und in Bangen sehen sie nach Süden zu, denn wütender wurde der Winde Spiel. Dunkelheit umfängt mich, der Wind reißt an meinen Kleidern, macht jeden Schritt zur Qual. Ziellos stolpere ich durch die Nacht, kein Ziel vor Augen, nur Angst und Einsamkeit. Ich kann nicht stehen bleiben, das wäre das Ende. Wohin ist meine Kraft verschwunden? Wo sind die hochgesteckten Ziele? Wo ist der Tatendrang? Blätter und Zweige trudeln an mir vorbei, prallen gegen meinen Körper. Ich will mich ihnen anschließen, dem Sog nachgeben, aufgeben. Ich falle auf die Knie, der Wind braust in meinen Ohren. Aufgeben. Durch die wogenden Wipfel der Bäume brechen zart die ersten Strahlen der Morgensonne. Aufgeben? Die Strahlen berühren den Boden, und im Zwielicht erkenne ich den Weg vor mir. Aufgeben? Pah! Die Flamme dieses Körpers ist noch nicht erloschen. Ich richte mich auf und setze meinen Weg fort. Hinein in einen neuen Tag. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Die erste Knie-OP steht an. Langsam fragt man sich, bin ich alt? Bei jedem Bücken schmerzt der Rücken und entsetzt stellt man dann fest, dass es bald soweit ist. Da kommt dann die Frage auf, bin ich mit dem zufrieden, was ich aus meinem Leben gemacht habe? Man blickt zurück auf die jungen, knackigen, frischen, faltenfreien Jahre und stellt schockiert fest, dass man noch mehr hätte sein können. Früher hat man die runter von meinem Rasen Opas bemitleidet, weil sie doch so verbittert und so alt waren. Heute weiß man, dass man einer von ihnen ist, wenn der Fußball dieser jungen Spunde auf den geliebten Hortensien landet. Voller Verzweiflung steigen einem Ideen in den Kopf, wie man sich denn noch vor dem Altsein schützen könnte. Vielleicht mit dem Camper durch die Welt reisen oder irgendetwas studieren, was man seit der Uni bereut hat, es nicht gemacht zu haben. Man macht sich so viele Gedanken über die Zukunft. Werden sich die Leute an mich erinnern, wenn ich das Zeitliche segne? Oder werden sie mich vergessen und nie wieder einen Gedanken an mich verschwenden? Das alles ist einem selbst überlassen. Also muss man aufstehen, was tun und etwas aus seinem Leben machen. Über den Tod kann man noch nachdenken, wenn es soweit ist und man vom Diesseits ins Jenseits wandert. Da hat man nämlich alle Zeit der Welt. Wohl dem, dem es spendet. Freude, Kinder, täglich Brot. Wo bin ich? Wer bin ich? Ich bin kugelrund und fliege durch die Luft. Dabei versuche ich nicht, mit irgendwelchen festen Gegenständen in Berührung zu kommen. Mein Schicksal ist der Himmel. Der Weg ist aber nicht leicht, denn die Menschen machen mir das Leben schwer. Sie denken, sie können tun und lassen, was sie wollen. Die Menschen schauen durch mich hindurch, aber sehen nicht wirklich in mich hinein. Mein Leben besteht darin, zu fliegen und dann schließlich zu platzen und nicht mehr anwesend zu sein.
Die Menschen werden geboren und leben im Leben. Und das Sterben ist nur der letzte Abschnitt. Sie denken immer nur an den Tod, der unüberwindbar ist. Ich lebe gerade mal 5 Sekunden. 5 verdammte Sekunden. In 5 Sekunden blickt ein Mensch von rechts nach links. Was haben die Menschen in ihrem Leben geleistet? Was mache ich eigentlich, wenn ich lebe? Ich fliege hoch, hoch hinaus. Die Natur ist auf meiner Seite. Doch in einer Zeit fliegen die Blätter durch die Luft und landen auf dem Boden. Wenn ich hochfliege, behindern die Blätter mich. In dieser Zeit sehen die Bäume traurig aus und weinen. Doch die Bäume sind tot, wenn sie schneebedeckt sind. Es wird kälter und kälter. Irgendwann ist man am absoluten Gefrierpunkt angelangt und dann steht alles still. Mit Ausnahme meiner Gedanken. Denn sie wirbeln in der Luft herum, wie ich selbst. Ich sehe täglich mehrere meiner kugelrunden Freunde. Sie alle sehen gleich aus, aber dennoch unterschiedlich in Größe und Farben. Wie das schimmert im Sonnenschein. Einige groß und einige klein, hatte einst jemand gesagt. Wie recht er doch hatte. Wenn ein Sonnenstrahl auf uns fällt, werden wir vom Licht erhellt. Ich erwache immer wieder und fühle mich wie ein Sieger. Ich wachse und werde größer, fliege immer höher. Ich will nie platzen und immer weiter fliegen, so schön wie Bienen. Um mich herum sehe ich die Welt, wie sie mir gefällt. Doch ich bin nur kugelrund, entstanden durch einen Mund, geformt und kreiert. Doch das Beste, was es sendet, ist das Wissen, das endet, ist der Ausgang, ist der Tod, hatte einst jemand gesagt. Wenn ich ein Mensch wäre, würde ich dichten und dichten. Ich fliege hoch und hoch, aber wenn Musik erklingt, dann will ich leben und nicht wieder platzen. Plopp.